Hallo und herzlich willkommen im Keller zu Bens x-ten Versuch, dieses Video auf die Reihe zu kriegen. Mein Hirn hat heute noch nicht so wirklich Betriebstemperatur, außerdem habe ich jetzt gerade was gefuttert. Da ist Denken hinterher ohnehin nicht unbedingt einfacher. Aber folgendes: Ich habe ja mal irgendwann vorgehabt, die Begriffe Bushcraft und Survival mal ein bisschen zu definieren. Warum habe ich das vorgehabt? Erstens, es gibt noch keine Definition. Zweitens, tatsächlich gehört es irgendwie so ein kleines bisschen da zur Aufgabe eines etwas wissenschaftlich denkenden Menschen, mal ganz vorsichtig ausgedrückt, auch hin und wieder mal etwas zu definieren. Das machen wir gerne. Und damit sind wir auch schon beim dritten Punkt, nämlich das macht Spaß. Und ich habe mir das gedacht, das könnte man vielleicht so auf die Beine stellen, dass ich euch mal überlege, was ich mir bisher, Quatsch, ich euch mal erzähle, was ich mir bisher so überlegt habe und wir das dann diskutieren. Und dann schaue ich mir halt eben entsprechend an, was bei der Diskussion rausgekommen ist und erzähle euch dann, wie ich mir das Ganze jetzt aktualisiert vorstelle aufgrund der Diskussionsergebnisse. Und dann können wir das nochmal diskutieren und dann erzähle ich euch wieder, wie ich es mir jetzt vorstelle, aufgrund der bisherigen schon inzwischen ziemlich vielen Diskussionsergebnisse. Und naja, die Hoffnung ist, dass dann im entsprechend dritten Video möglicherweise da schon was rausgekommen ist, wo dann eine gewisse Zahl von euch sagt, oh ja, das klingt gut, das wäre jetzt tatsächlich wahrscheinlich eine ganz gute Definition für die entsprechenden Begrifflichkeiten. So ist der Plan. Ich werde mich entsprechend natürlich auch dann viel per Kommentarfunktion an der Diskussion beteiligen und ja. Wer da Spaß dran hat und auch ein Interesse daran hat, dass man die Begriffe Bushcraft und Survival primär, jetzt eben die beiden erstmal, genauer definiert, damit man genauer weiß, ob man jetzt sowas ist oder ob man sowas nicht ist oder sich damit anfreunden möchte, so genannt zu werden oder nicht. Und natürlich hat das auch nochmal mögliche potenziell positive Auswirkungen, falls es mal zu einer politischen Diskussion kommen sollte, wo beispielsweise jetzt ein ganz fiktives Beispiel die Jägerschaft den Bushcraft dann zum Beispiel irgendwas verbieten möchte. Und irgendeine Kampagne entsprechend startet, wo man das Verlassen der Wege generell verbieten möchte. Und dann wäre es vielleicht hilfreich, wenn man die Gruppierungen, die aber gerne die Wege verlassen wollen, außer den Jägern, zumindest mal beim Namen nennen kann und mal sagen kann, was ist denn das eigentlich überhaupt für eine komische Gruppierung? Weil der aktuelle Stand ist ja, im Bushcrafter, die Bushcrafterschaft, das ist ein total diffuser Haufen völlig unterschiedlicher Leute, die einfach nur gemeinsam haben, dass sie irgendwie Wald gut finden. Und das war es auch schon. Und eine nähere Definition hat jetzt noch keiner so wirklich auf die Beine gestellt. Ja, und das ist Sinn und Zweck dieses Videos. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr mitmachen. Wenn ihr es euch nur so angucken wollt, könnt ihr natürlich auch gerne tun. Und ansonsten wieder abschalten, weil da gibt es sonst nichts Interessantes. Und jetzt legen wir dann da auch los. Und zwar habe ich mir überlegt, das machen wir am besten durch eine immer exakter werdende Einfassung der Grundgesamtheit der Deutschen. Also wir beziehen es auf Deutschland. Ja, wir nennen jetzt die Definition quasi Bushcraft und Survival in Deutschland. Was wird in Deutschland darunter verstanden? Das kann international noch mal ein bisschen anders sein. Das hängt ja auch davon ab, was zum Beispiel der Ami, für den ist Survival wahrscheinlich, dass er seine Knarre mit sich rumschleppt, damit er jederzeit zurückschießen kann, wenn irgendwo eine Schießerei ausbricht. Das ist in Deutschland selbstverständlich völlig utopisch und deswegen wäre es mir eben wichtig, das als erste Definition innerhalb dieser ganzen Dinge, die wir jetzt definieren wollen, in Deutschland. Das wäre schon mal der erste Überpunkt. Und jetzt nochmal bilden wir eine Gruppierung innerhalb der deutschen Bevölkerung, die sich so ein bisschen in diese Richtung beschäftigt. Und innerhalb dieser Gruppierung bilden wir dann nochmal eine Gruppierung, die wir definieren, die sich noch ein bisschen mehr in diese Richtung beschäftigt. Und dann bilden wir nochmal eine kleinere Gruppierung, die sich noch mehr in diese Richtung beschäftigt. Und dann können wir diese Gruppierung nochmal unterscheiden zwischen Survivalisten und Bushcrafter. So, das ist der Plan. Wenn ihr den Plan grundsätzlich schon mal scheiße findet, dann auch das bitte gerne in die Kommentare. Dann werde ich das bei entsprechender Gelegenheit nochmal ganz anders aufziehen, falls das jetzt mehrere Leute schreiben sollten. Aber ich glaube, der Plan an sich ist schon mal ganz gut. Gut, Deutsche haben wir ja schon gesagt. Und nächste Einschränkung ist jetzt,
Was ist das große Ding, was alle, die in irgendeiner Form irgendwas in dieser Richtung machen, also zum Beispiel auch einen Trekker, einen Wanderer, einen Spaziergänger mit Hund, all das sind ja Leute, die so ein bisschen in diese Richtung tendieren. Was haben die alle gemeinsam? Und da würde ich sagen, ist der eine Überpunkt, die sind draußen. Man kann kein Indoor-Bushcraft betreiben. Indoor-Survival, sicherlich schon, aber trotzdem, es sollte in der Regel doch eher draußen stattfinden und das nehmen wir jetzt als eines großes, alles zusammenfassendes Kriterium, also auch der Wanderer und der Trekker und so weiter und so, der Bootfahrer, also der Kanut, Kajakfahrer, was auch immer, die sind alle draußen, auch der Radfahrer natürlich. Jetzt haben wir draußen gesagt, jetzt müssen wir noch definieren, was eigentlich draußen ist. Welcher Raum ist denn draußen? Ist draußen, sobald man freien Himmel über dem Kopf hat, oder ist draußen, sobald man aus der Stadt raus ist? Und ich würde sagen, es ist Letzteres. Draußen ist für mich dann gegeben, wenn man sich in der sogenannten freien Landschaft befindet. Die ist sogar juristisch definiert. Das heißt, da müssen wir nicht erst eine eigene Definition erfinden, sondern können sogar schon eine vorgefertigte, richtig tolle juristische Definition nehmen, um draußen zu definieren, nämlich die freie Landschaft. Das heißt, Feld, Wiese, Wald, Flussufer, auf dem Wasser direkt selber auch. Das ist die freie Landschaft. Und da müssen wir uns befinden, dann sind wir draußen. Und jetzt müssen wir draußen noch in irgendeiner Form irgendeine Aktivität durchführen, finde ich. Und ja, zu deren Zweck wir rausgegangen sind. Also damit haben wir jetzt ein Zwei-Komponentensystem. Man gehört dann der großen Blase an, die noch einen Namen braucht, wenn man in der freien Landschaft sich befindet. Und dorthin gegangen ist, weil man da damit einen gewissen Zweck verfolgt. Das heißt, jemand, der von A nach B möchte, zum Beispiel um einkaufen zu gehen, mit dem Fahrrad einkaufen zu fahren und dann ein kurzes Stück durch die freie Landschaft fährt, der ist jetzt kein Anhänger dieser Gruppierung, weil er ist dann jetzt nur unterwegs, weil er da halt lang muss. Zwecke der Fortbewegung. Ein anderes Beispiel wäre, wer da ebenfalls nicht dazugehört, ist jemand, der da draußen arbeitet, weil er von mir aus ein Bauer ist. Ist Bauer ein Landwirt? Ein Landwirt muss man das ja heutzutage nennen, damit man nicht irgendwie komisch angeguckt wird. Der arbeitet da, der fährt da von mir aus mit seinem Traktor rum und pflügt seinen Acker. Dann ist der ja nicht jemand, der das zum Zwecke der Freizeit macht. Weil, das wäre jetzt nochmal der dritte Punkt, die große Blase derjenigen, die aus Gründen der Freizeit in die freie Landschaft gehen, um dort was Bestimmtes zu tun. Das wäre die erste große Blase und ich möchte die jetzt einfach mal als Outdoorer bezeichnen. Englisch. Das ist aber auch schon ein Begriff, den man schon ein paar Mal gehört hat und ich will ja keine völlig neuen Begriffe erfinden, sondern eher vorhandene Begriffe so ein bisschen definieren zumindest. Ne? Also nochmal, ein Outdoorer, in der Gruppe befinden wir uns halt irgendwie alle, ist jemand, der in die freie Landschaft geht, um dort irgendwas zu machen und das in seiner Freizeit. Also wer das beruflich ohnehin schon tut, den wird jetzt einfach mal ausgeschlossen. Gut, dann ein paar Beispiele. Wer ist denn das jetzt alles? Radfahrer, Jogger, Spaziergänger, Spaziergänger mit Hund, Eltern mit Kinderwagen, die da irgendwie fürs Kind halt eben an die frische Luft da unterwegs sein wollen. Ein Inline-Skater, ein Slackliner. Kennt ihr eine Slackline? Das ist diese komische Strippe, die man von Baum zu Baum spannt und dann da drauf hin und her tanzt, turnt, balanciert. Auch die würde ich, sofern sie das zum Beispiel draußen auf dem Feld machen, zwischen zwei Bäumen als Outdoorer durchaus bezeichnen wollen. Kletterer, ganz wichtig. Also Leute, die dann entsprechende Felsnadeln hochklettern oder auch an irgendwelchen Kletterwänden trainieren, die halt irgendwo in der freien Landschaft rumstehen.
da muss man jetzt halt eben wieder schon vorsichtig sein. Wenn jemand urban klettern geht, also meinetwegen irgendwelche Schornsteine hochklettert im urbanen Raum, dann wäre er nach der Definition, die wir jetzt bisher genommen haben, kein Outdoorer, weil der nicht draußen ist. Der ist nicht in der freien Landschaft, sondern im urbanen Raum. Und auch ein Urban Survival Experte oder was auch immer, der gehört jetzt auch schon tatsächlich nicht in unsere Gruppierung, weil der ist ja auch nicht draußen, sondern im urbanen Raum. Da kann man sich jetzt wunderbar auch streiten. Also jemand, der Urban Survival betreibt, ist kein Survivalist im Sinne dessen, wie wir das jetzt gerade hier eben definieren wollen. Das wäre schon mal wichtig. Der fliegt raus, weil der die Grundvoraussetzung eines Outdoorers nicht erfüllt. So ist das jetzt zumindest bisher, so wie ich mir das überlegt habe. Ob das eine gute oder eine schlechte Idee ist, das müsst ihr jetzt mir halt eben entsprechend sagen. Gut, wir alle sind Outdoorer, das zumindest mal, ne? Oder zumindest sind wir das dann teilweise, wenn wir halt gerade unserem Outdoor-Hobby nachgehen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner und soweit haben wir das jetzt erstmal fix. Es sei denn, ihr wollt da eben noch groß rumdiskutieren und habt da bessere oder andere Ideen. Innerhalb dieser Outdoorerschaft müssen wir jetzt die nächste Gruppierung machen, die eher in Richtung, die sich noch ein bisschen mehr spezialisiert in Richtung Bushcraft und Survival. Und die möchte ich jetzt einfach als erweiterte Waldbesucher bezeichnen. Mir ist kein besserer Begriff bisher eingefallen. Was zeichnet jetzt den erweiterten Waldbesucher im Gegensatz zum normalen Waldbesucher aus? Der normale Waldbesucher, der wäre jetzt nur den Outdoorern zuzuordnen und vielleicht noch irgendeiner anderen Gruppierung, aber jedenfalls nicht mehr dem erweiterten Waldbesucher. Das heißt, jemand, der im Wald einfach nur auf den Wegen spazieren geht, eine kleine Runde dreht und wieder abhaut, das ist ein normaler Waldbesucher. Jemand, der mit dem Fahrrad im Wald eine Runde fährt und dann wieder abhaut, ein normaler Waldbesucher. Mit dem Hund spazieren gehen, ebenfalls den Kinderwagen durchschieben. Auch ein Jogger, ebenfalls überhaupt sämtliche, die da irgendwie Sport betreiben, die würde ich alle in den Bereich des normalen Waldbesuchers reinpacken. Was macht uns andere aus? Uns andere heißt eben wirklich derjenige, der sich als Bushcrafter und Survivalist bezeichnet, aber auch einen Trekker. Was denn vielleicht ein Geocacher? Ein Geocacher wäre dann sicherlich auch nochmal einer von der Sorte. Ja, nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Oder eben auch jemand, der tatsächlich mit dem Kanu im Wald rumfährt, sofern es da halt ein entsprechend geeignetes Gewässer gibt. Sicherlich auch ein erweiterter Waldbesucher. Ich möchte mich aber davon differenzieren, einen Sportler, der zum Zwecke des Sports primär unterwegs ist und nur sekundär das halt eben auch gerne mal im Wald macht, den würde ich jetzt nicht bei den erweiterten Waldbesuchern reinpacken wollen, weil um meiner Meinung nach dem Kriterium erweiterter Waldbesucher anzugehören, muss man auch ein erhöhtes Interesse daran haben, seine Aktivität im Wald auszuüben. Für den Jogger ist es ja jetzt nicht so elementar. Wahrscheinlich würde der auch über den Acker rennen. Interessant wird es jetzt, wenn der Sportler, also auch der Mountainbiker meinetwegen, abseits der Wege im Wald seinen Sport ausübt. Und da muss man unterscheiden, macht der das primär, weil er irgendwelche Waldsachen trainiert, also zum Beispiel zu Survival-Zwecken, ein Survival-Mensch, der Survival trainiert und deswegen halt jetzt eben auch eine Runde durch den Wald rennen geht, um Ausdauer zu trainieren, der ist dann meiner Meinung nach immer noch ein Survivaler. Ein Jogger, der das einfach der Abwechslung halber tut und keine Ahnung davon hat, wie man ein Feuer macht beispielsweise, der ist definitiv noch kein Survivor. Deshalb möchte ich den erweiterten Waldbesucher so definieren, er verlässt die Wege aus Selbstzweck, weil er für seine Aktivität oder seine Entspannung, was auch immer er im Wald plant, die Wege verlassen muss. Das ist wichtig. Man kann also das, was der vorhat, nicht auf den Wegen tun. Es ist ein elementarer Bestandteil, die Wege zu verlassen. Und wenn wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken, bei dem, was im Wald so rumrennt, so subjektiver Eindruck, die allermeisten Leute gehen halt eben tatsächlich wirklich bloß spazieren oder fahren wirklich nur mit dem Fahrrad durch und verlassen alle den Weg nicht und gehen mit dem Hund halt einfach eine Runde drehen. Ja, suchen wir mal ein paar Beispiele. Vielleicht fallen euch noch ein paar mehr ein. Ich würde jetzt eben an den Trekker denken. Was ist ein Trekker? Das ist ja relativ gut definiert. Das ist ein Wanderer, also einigermaßen anerkannt definiert. Das ist ein Wanderer, der eine Mehrtageswandertour macht und dabei draußen übernachtet.
Das bedeutet, der muss auch immer zumindest spätestens, wenn er sein Lager aufschlägt, runter vom Weg. Da kann er sein Lager nicht aufschlagen. Und dann hat er eine gewisse lagerbauende Komponente drin und wird sich in 90% der Fälle auch in irgendeiner Form ein einfaches Essen zubereiten und vielleicht sogar was kochen. Und da kommt dann jetzt schon ein wesentlicher Punkt ins Spiel, dass alle, die erweiterte Waldbesucher sind, oft auch in irgendeiner Form was mit Feuer zu tun haben. Oder mit, zumindest mit einer Hitzequelle, mit der man sich etwas kochen oder heiß machen kann. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Was denn noch ein erweiterter Waldbesucher? Ein Pilzsucher. Der macht zwar keinerlei Feuer und so weiter und so fort, aber definitiv kann der nicht anders, als vom Weg runter zu gehen, weil auf dem Weg wachsen keine Pilze. Ein Hobby-Kräuterkundler, der sich irgendwelche Kräuter für seinen grünen Smoothie, seinen veganen, sucht. Auch der ist eigentlich jetzt schon nach Definition ein erweiterter Waldbesucher, auch wenn mir solche Leute suspekt sind. Ein grüner Smoothie. Aber trotzdem, ich möchte sie dazu zählen. Die müssen vom Weg runter, um dort Outdoor-Aktivitäten, Kräuter sammeln, durchzuführen. Pilzesammler, Kräutersammler, was haben wir denn noch? Was ist jetzt zum Beispiel mit einem Downhill-Mountainbiker? Der muss auch von den Wegen runter, damit er halt irgendeine furchtbar schrecklich zu befahrende Piste vorfindet und daraus halt eben seinen Nervenkitzel zieht und dann den Wald runterbrettert wie ein Wahnsinniger. Mal abgesehen davon, dass das verboten ist. Kann man sich übrigens jetzt auch nochmal streiten, ob wir Leute, die illegale Aktivitäten, eindeutig illegale Aktivitäten im Walde machen, überhaupt da irgendwo mit eindefinieren wollen oder ob wir gleich sagen, ja, das sind halt die Illegalen, die sind irgendwie anders. Aber was wäre so einer? Ich finde, der ist eigentlich auch schon fast ein erweiterter Waldbesucher, weil er kann ja Downhill-Biken im Gelände, nicht ohne Gelände. Also muss er vom Weg runter. Also gehört er eigentlich dazu. So. An dieser Stelle wollte ich jetzt noch einen Sonderfall ansprechen, nämlich den Prepper. So ein Prepper wird ja gerne im gleichen Atemzug wie ein Survivalist oder ein Bushcrafter genannt. Und irgendwie scheinen die schon so ein bisschen mit zur Szene zu gehören, wenn man sich so im Internet ein bisschen umguckt und so weiter und so fort. Leider passt jetzt das, was ein Prepper primär tut, nämlich Vorräte anlegen, um sich auf eine Notsituation vorzubereiten, vielleicht eben auch Kenntnisse erwerben, um sich auf eine Notsituation vorzubereiten. Wobei letzteres auch schon wieder ein wesentlicher Bestandteil des Survivals ist. Also ihr seht, da gibt es schon wirklich Schwierigkeiten und große Überschneidungen. Aber wenn man jetzt das, was ich gerade gesagt habe, einigermaßen mal als Grunddefinition für einen Prepper hernimmt, dann hat er ja überhaupt nichts mit Draußensein zu tun und passt also demzufolge nicht in die anderen Ecken, in die Kreise da rein, die ich bisher festgemacht habe. Es sei denn, er sieht es als wesentlichen Bestandteil seiner Prepper-Tätigkeit an, dass er halt eben Survival Skills auch noch erwirbt. Für den Fall, dass er in der Notsituation in den Wald oder ähnliches flüchten müsste. Oder eben Bushcraft-Fähigkeiten zu diesem Zweck trainiert. Aber jetzt können wir uns streiten. Ist dann ein Prepper, der gerade Bushcraft oder Survival-Aktivitäten durchführt, in dem Zusammenhang dann einfach nur ein Prepper, der sowas trainiert? Oder ist ein Prepper generell auch jemand, den man bei den Bushcraftern und den Survivern einordnen muss? Da habe ich nämlich keine Ahnung. Da tue ich mich schwer. Ein Prepper ist ja per se jetzt erstmal kein Outdoorer, so gesehen. Eigentlich ja. Wenn es ein Prepper ist, der seine Bude zur Festung ausbaut und ewig viele Vorräte anlegt, dann ist er ja eigentlich eher das Gegenteil. Dann will er ja im urbanen Bereich bleiben. Dann will er ja prinzipiell Indoor sogar bleiben. Also ein Indoorer könnte man ihn irgendwo auch nennen. Das meine ich jetzt gar nicht abwertend. Das ist ja schön und gut, wenn man sich entsprechende Vorräte anlegt. Und ich habe ja auch ein gewisses Lager mit entsprechendem Krempel. Ob das jetzt reicht, dass ich mich als Prepper bezeichnen darf, weiß ich nicht. Ich würde mich nicht so nennen. Aber ja, ich habe definitiv einiges im Hause und 2 Wochen Stromausfall und ähnliches, da habe ich keine große Angst vor. Das Frage an euch, was zum Geier machen wir mit dem Prepper? Sollen wir den Prepper einfach als Prepper in ganz andere Kategorie einordnen, der dann halt eben zusätzlich Bushcraft und Survival trainiert, weil er das für sein Preppertum braucht?
oder gehört der Prepper per se an sich immer in den Bereich der Outdoor-Leute, weil er ja fast immer auch noch eben eine Option hat, im Notfall in die Natur zu flüchten. Und nochmal ein ganz anderer Spezialpunkt, und da kann ich mich auch ums Verrecken nicht so ganz mit mir selber einigen, wie ich das einzuordnen habe. Was ist denn mit einem Prepper, der grundsätzlich davon ausgeht, dass er, wann immer eine Notsituation eintritt, gleich mal als allererstes in die Natur flüchtet? So Leute gibt es ja auch innerhalb der Prepperschaft. Ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte, spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt definitiv welche, die das so machen. So Outdoor-Prepper oder Outdoor-Survival-Prepper oder wie auch immer man die nennt. Keine Ahnung, das weiß ich ja nicht. Die haben sich, glaube ich, selber noch keinen hundertprozentig eindeutigen Namen gegeben. Aber so jemand, der sowas denkt und dafür einen entsprechenden Rucksack bevorratet, mit dem er in fast jedem Katastrophenszenario gleich outbackt oder outbackt oder was auch immer, den Bug-Out-Bag halt eben entsprechend verwendet oder den Inch-Rucksack hernimmt, den I-Never-Come-Home-Rucksack und dann halt eben wirklich bis in alle Ewigkeit in der Pampa damit zu verschwinden droht. So einer würde ich dann ja schon sagen, dass es ein Outdoorer ist, oder? Weil ich meine, der trainiert das ja auch. Und es ist Teil seines Hobbys, seiner Aktivität, das zu trainieren. Und sobald er das trainiert im Wald, dann ist er definitiv ein erweiterter Waldbesucher. Und da muss man ihn da schon mit reinstecken. Wenn das ein wesentlicher Bestandteil seines Preppertums darstellt. Und dann möchte ich halt eben, würde ich jetzt sagen, vorschlagen, wie gesagt, müssen wir diskutieren, die Unterscheidung machen. Einen solch denkenden, so denkenden Prepper, also einen Outdoor-spezifischen Prepper, den würde ich definitiv damit dazustecken. Den, ich möchte eigentlich daheim bleiben und 7 Milliarden Konservendosen zusammensammeln und gehe nur im allergrößten Notfall raus in die Natur, wenn es gar nicht anders geht, Prepper. Den möchte ich eigentlich nicht da reinstecken. Und halt eben sagen, wenn der trotzdem zusätzlich noch Bushcraft und Survival-Geschichten und so weiter und so fort trainiert, dann ist er in dem Moment, wo er das macht, ein Bushcrafter oder ein Survivalist. Damit wäre das mit dem Prepper erstmal geklärt, beziehungsweise muss dann halt später noch diskutiert werden. Jetzt müssen wir mal sagen, wie grenzen wir die Survival-Crafter, Survivalisten und Bushcrafter zusammengekürzt, von den restlichen erweiterten Waldbesuchern ab. Und zwei wesentliche Bestandteile, die meiner Meinung nach fast nur noch die Survival-Crafter betreiben, ist das Feuer machen und das draußen übernachten. Problem ist jetzt, also damit wird man jetzt einige los innerhalb der allgemeinen erweiterten Waldbesucherschaft. Den Kräutersammler ist man los, den Pilzsammler ist man los, den Downhill-Mountainbiker, wenn er da jemals dazu gezählt haben sollte, den ist man los. Spätestens jetzt ist man auch den Offroad-Jogger los, man ist den Schneeschuhwanderer im Winter los oder auch den Skilangläufer, der sich abseits der Wege im Wald entsprechend bewegt, weil das im Winter so schön möglich ist, den ist man auch los. Dem es also auch um das Naturerlebnis primär geht und gar nicht so sehr um den Sport, den er halt dadurch hat, dass er auf Skiern unterwegs ist. Gleiches gilt für den Schneeschuhwanderer. All die ist man los, wenn man noch als das Interesse an Feuer und das Übernachten im Wald halt eben noch als wesentliche Voraussetzung des Survival-Crafters, so nenne ich jetzt mal beides zusammengefasst, ansieht. Wer ist noch drin, der kein expliziter Bushcrafter oder Survivalist ist? Der Trekker zum Beispiel. Also derjenige, der eine Langstreckenwanderung unternimmt und zum Zwecke des Lagerns halt eben sein Lager abseits der Wege in der freien Natur entsprechend aufschlägt und sich dann halt auch in den meisten Fällen, natürlich logischerweise übernachtet, aber in den meisten Fällen auch ein gewisses Interesse daran hat, Feuer zu machen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir schmeißen jetzt nehmen den Trekker quasi seine Jobbezeichnung Trekker weg und sagen, ein Trekker ist auch nur ein Bushcrafter oder ein Survivalist. Oder wir müssen das jetzt so weit ausdefinieren, dass der Trekker ein Trekker bleibt und sich selbst einen eigenen speziellen Sektor quasi dann aufmachen muss und raus ist von den beiden anderen.
Die beiden Optionen gibt es jetzt quasi. Und ich würde Letzteres versuchen, weil ich der Meinung bin, dass ein Trekker, der größtenteils um des Wanderns Willens, auch aus Naturerlebnis, aber um des Wanderns Willens in der Natur unterwegs ist und das Lagerleben einfach noch als, ja, gern gewolltes, aber nicht primär unbedingt, deswegen macht man das ja nicht. Man geht ja nicht, man will ja eine lange Strecke wandern und dabei schön die Natur erleben, das ist zumindest jetzt meine Ansicht, weshalb man Trekkingtouren macht. Es geht nicht primär ums Lagerleben. Hingegen ein Bushcrafter oder ein Survivalist, bei denen würde ich schon sagen, dass das Lagerleben, das tägliche Leben quasi in der Natur für die eine größere Rolle spielt und es bei denen nicht so sehr darum geht, eine Strecke zurückzulegen. Und da hätten wir dann eben nochmal einen zusätzlichen Definitionspunkt gefunden, mit dem wir den Survival-Crafter vom Trekker abgrenzen können. Also Survival-Crafter haben Interesse an Feuer, übernachten im Wald und haben kein großes Interesse daran, längere Strecken zurückzulegen. Also es geht nicht um die Fortbewegung per se. Beim Trekker hingegen schon. Ich finde, an der Stelle ist jetzt auch unter Umständen durchaus der Outdoor-Prepper, denn der will ja wohin. Der hat ja irgendeine Location, wohin er unterwegs ist. Und er hat einen Haufen Ausrüstung eben dabei. Und jetzt weiß ich nicht, einen Haufen zum Teil auch richtig teure und Hightech-Ausrüstung dabei haben, das möchte ich eigentlich jetzt beim Bushcraften nicht so. Und der Survivalist, der legt ja ohnehin keinen Wert auf Ausrüstung, sondern nimmt halt das, was gerade da ist. Demzufolge schwierig, jetzt den Outdoor-Prepper mit seinem ganzen Geraffel noch in den Bereich der Bushcrafter und Survivalisten reinzustopfen. Eher noch ist der Prepper, der Outdoor-Prepper, meiner Meinung nach mit dem Trekker gleichzusetzen, weil die beide ein Interesse an der Fortbewegung haben und die haben beide in der Regel auch eine ziemlich Hightech-mäßige, teure Spezialausrüstung dabei, um eben das Lagern dann auch so angenehm wie möglich zu gestalten und das Ganze muss noch tragbar sein. Da wird also ein Wert darauf gelegt, leichte, tragbare Ausrüstung mit sich herumzuschleppen. Dem Bushcrafter ist das größtenteils egal und wie gesagt, der Survivalist hat ja überhaupt gar keine. Also das haben die beiden schon so ein bisschen gemeinsam. Eine Hightech-Ausrüstung spielt weder beim Bushcraft noch beim Survival eine größere Rolle. Und das würde ich dann noch als viertes Kriterium vielleicht dazu nehmen wollen, um halt eben den eventuell überhaupt in diesem Bereich vorkommenden Prepper dann letztendlich wirklich rauszunehmen. Denn der Survival-Crafter verwendet einfache bis keine Ausrüstung. Kann man das so sagen? Was meint ihr? Aber dann, wenn wir jetzt mal so tun, als würden wir das jetzt so beibehalten, dann hätten wir es im Wesentlichen geschafft. Mir fällt jetzt niemand mehr ein, der nicht ein Bushcrafter oder ein Survivalist ist, der die vier Kriterien da jetzt erfüllen würde. Der Trekker ist raus, weil der will sich fortbewegen. Der Prepper ist raus, weil der will sich entweder noch trotzdem auch fortbewegen, hat aber in jedem Fall eben eine tolle Hightech-Ausrüstung und jede Menge Krempel und so weiter und so fort dabei. Und Pilzsucher ist raus, weil der schläft nicht im Wald, macht kein Feuer. Der Smoothie-Mensch ist raus, aus den gleichen Gründen der Downhill-Mensch, der Schneeschuhwanderer und so weiter und so fort. Alle weg. Es gibt jetzt wirklich nur noch, ja, die Hardcore-Waldläufer. Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir die jetzt nennen? Die Survivalisten und die Bushcrafter. Wenn man die zusammenfärcht, ne? In eine Gruppierung, die sind ja auch artverwandt, möchte ich sagen. Wie nennen wir die? Nennen wir die jetzt Waldläufer? Kann man das machen? Ich finde ja, ich bin mir aber nicht sicher. Survivalcrafter ist ein ganz guter Arbeitstitel, aber das klingt ja auf die Dauer bescheuert und das würde ja auch kein Mensch sich so als Survivalcrafter bezeichnen wollen. So, und dann müssen wir nämlich bloß noch den Survivalisten und den Bushcrafter voneinander trennen, um dann festzumachen, wer es wäre. Und da ist jetzt extrem hilfreich natürlich die Ergebnisse aus der Arbeit von Michael. Da haben wir nämlich repräsentative Daten zu. Also
repräsentativ ist relativ, aber zumindest mal, wir haben ein gewisses Maß an Daten dazu, die wir da verwenden können. Und aus denen wissen wir, dass die innere Einstellung, warum man da jeweils rumhampelt und rumhantiert, sich unterscheidet. Nämlich der Bushcrafter, der macht das im Wesentlichen, weil er entspannen möchte, aus Naturgenuss, aus Freude am Draußensein, aus Spaß, ja, derartige Motive. Also eine, sagen wir mal, entspannte innere Einstellung. Außerdem will der nicht unbedingt an seine eigenen persönlichen Grenzen gehen. Der will nicht auf irgendwas vorbereitet sein. Das spielt bei dem jetzt nicht so sehr eine Rolle. Beim Survivalisten hingegen sehr wohl. Zwar nutzt er das auch zur Entspannung und so weiter und so fort. Und da muss man jetzt eben ein bisschen vorsichtig sein, dass man eben Entspannung nicht als Kriterium hernimmt, weil das haben wir ja, wie eben schon auch gesagt, beim Kräutersammler, beim Pilzsammler und so weiter und so fort haben wir das auch alles. Jeder, der in den Wald geht, der entspannt da. Das ist was Generelles, sobald man in den Wald geht. Auch der nur Outdoorer am äußeren Rand des Kreises, der im Wald mit dem Hund spazieren geht, auch der wird sich da ein wenig entspannen und sagen, warum gehen Sie denn ausgerechnet im Wald spazieren? Ja, weil ich da besser entspannen kann oder irgendwie sowas. Also das kann man wirklich jetzt nicht unbedingt nehmen. Hingegen, ich finde einfach, dass man sagen kann, dass der Survivalist immer noch im Hinterkopf hat, dass der sich auf was vorbereitet. Der hat einen gewissen Prepper-Gedanken, muss man an dieser Stelle jetzt schon sagen. Also man hat immer eine gewisse Verwandtschaft zwischen einem Survivalisten und einem Prepper. Der Unterschied besteht nur darin, dass der Prepper zusätzlich noch jede Menge Ausrüstung anhäuft, während der Survivalist größtenteils eher sich auf das Anhäufen von Wissen spezialisiert bei Abwesenheit von Ausrüstung. Das ist übrigens auch was, was eher eine relativ neue Definition ist. Wenn man sich mal die Ursprünge des Survival in Deutschland anguckt, als es auch noch den Begriff Prepper zum Beispiel nicht gab, da war beides dasselbe. Da war nämlich nach Neberg, also dem Vater des Survival in Deutschland, wenn man so möchte, Rüdiger Neberg, auch als Survival bezeichnet. Ich finde eben seine Bücher großartig und der hat mich selber übrigens auch zu dem ganzen Krempel quasi hingelotst. Durch dem seine Bücher habe ich mich da angefangen für zu interessieren und entsprechende Trainingssessions mit meinen Kumpels im Wald gemacht, dass wir halt noch jünger waren, inklusive Abseilen mit irgendwelchen tollen Seilen aus dem Baumarkt, dass wir das alles überlebt haben, ist schon nicht schlecht. Aber jedenfalls, wenn man beim ersten Buch vom Neberg, Survival, die Kunst zu überleben, mal nachliest, was er denn unter Survival versteht, dann findet man relativ schnell raus, dass er das wohl irgendwie so als Tricks ansieht, die das Überleben sichern. Fertig. Anders kann man schon gar nicht nennen. Also alles, was eine zusätzliche Überlebenschance in einer Notsituation herbeiführt, ist für den Neberg Survival. Nach seiner ersten Definition in seinem, wie gesagt, allerersten Buch, das das Thema überhaupt so ein bisschen erklärt. Es gab dann später noch eine zweite Auflage und noch diverse andere Bücher, die in diese Richtung gehen. Und das bedeutet eben für den Neberg sowohl als auch, dass man zum Beispiel eine gewisse körperliche Fitness im Apparat hält und man hat natürlich daheim auch ein paar Konservendosen extra rumstehen. Man weiß, wo die Taschenlampe liegt, wo der Strom ausfällt. Wenn man ein neues Haus baut, dann baut man es vielleicht nicht unbedingt direkt neben den Fluss, der potenziell Hochwasser haben könnte. All solche Sachen der inneren Einstellung, dass man immer im Hinterkopf behält, wenn ich jetzt dies und das und sel und jenes tue, bringt mich das potenziell in Gefahr, erhöht das meine Überlebenschancen oder verringert es sie und so weiter und so fort. Das ist für den Neberg alles Survival. Eben genauso wie die Dinge, die wir heutzutage jetzt vielleicht als Survival ansehen würden, nämlich Feuer machen ohne irgendwelche Hilfsmittel. Das natürlich gehört da auch dazu. Der Neberg legt auch viel Wert auf das, was heutzutage vielleicht eher als Urban Survival bezeichnet werden würde, wie Kampftechniken. Also Nahkampftechniken, Schießen lernen und so ein Krempel. Das ist für den Neberg auch alles extrem wichtig im Rahmen des Survivals und er fasst das halt den Begriff halt wirklich sehr, 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 sehr weit. Alles, was irgendwie beim Überleben in einer Notsituation helfen könnte, das ist Survival. Also auf jeden Fall ein Prepper-Gedanke mit drin, ganz wichtig. Und das, glaube ich, kann man so ein bisschen als den Unterschied auffassen. Das für den Bushcrafter ist das Bushcraften und so weiter und so fort
Selbstzweck. Der macht zum Beispiel Feuer machen ohne Hilfsmittel, macht ein Bushcrafter ja auch. Oder mit wenigen Hilfsmitteln oder alten Hilfsmitteln. Dann macht er das, weil er das gerne können möchte, weil er da Spaß und Freude dran hat. Nicht, weil er so sehr davon ausgeht, dass er das mal unbedingt braucht, um dringend am Leben zu bleiben. Weil das können wir ja eben aus der Arbeit von Michael dann wieder ablesen. Die Leute, die Bushcraft angekreuzt haben, bei dem, wo sie sich am wohlsten fühlen, mit welchem Begriff sie ihre Tätigkeiten denn am ehesten beschreiben wollen, die haben alle nur ganz wenig angegeben, dass sie sich auf irgendwelche Umweltkatastrophen oder sonstige Katastrophen oder irgendwas vorbereiten wollen. Also deshalb ein Survivalist. Der hat immer noch eben diese Komponente mit drin. Der bereitet sich auch auf etwas vor, ähnlich wie der Prepper, nur dass ein Survivalist nach dem moderneren deutschen Verständnis eben nicht unbedingt Wert darauf legt, zu diesem Zwecke enorme Mengen an verschiedener Ausrüstung vorzuhalten. Sondern dem geht es eher um das Training verschiedener Techniken und verschiedenes Wissens, das er anhäuft, um seine Überlebenschancen auf diesem Wege zu erhöhen. In diesem Sinne könnte man vielleicht natürlich auch noch die Ausrüstungskomponente als zweites Definitionsmerkmal und ein Unterscheidungsmerkmal zwischen einem Prepper und einem, Quatsch, zwischen einem Bushcrafter und einem Survivalisten hernehmen. Nämlich der Survivalist, der trainiert ja explizit den Umgang mit wenig Ausrüstung beziehungsweise mit dem, was halt gerade da ist. Während der Bushcrafter kein Problem damit hat, einen großen Rucksack mit allen möglichen schönen, hilfreichen Dingen mit in den Wald zu schleppen, ein Beil, eine Säge und so weiter und so fort, während der Survivalist halt versucht, möglichst alles mit dem Messer zu lösen. Vielleicht. Das sind ja jetzt natürlich jetzt nur Klischees. Wenn es jetzt so ins Detail geht, müssen wir jetzt ein bisschen verallgemeinern und ein bisschen klischeemäßig vorgehen, aber ich würde es doch als wichtig ansehen. Die innere Motivation und die Wahl der Ausrüstung. Das sind die beiden Unterscheidungskriterien. Innere Motivation, Entspannung und Vorbereitung auf irgendwas Schlimmes. Also sagen wir einfach mal Vorbereitung, dass das eine Rolle spielt, dass im Hinterkopf immer, wenn jetzt eine Notsituation kommt, dann kann ich das alles schon. Und während es beim Bushcrafter halt eher mehr, oh, ich habe hier so schön Spaß mit meiner Süppchen, mit meinem Süppchen, was sie köchelt, zum Beispiel. Und Ausrüstung eben, der Bushcrafter, ja, ich habe viele schöne, einfache Dinge dabei, eine einfache Axt, einen einfachen Holzlöffel vielleicht, einen einfachen Topf und so weiter und so fort, aber er hat halt alles dabei, was er braucht. Auch wenn das von mir aus nur 10 Gegenstände sind, man braucht ja wirklich nicht viel, um eben entsprechendes betreiben zu können in der Natur, während der Survivalist eben Wert darauf legt, nach Möglichkeit vielleicht selbst ohne diese 10 Gegenstände dann noch auszukommen und nur mit einem Messer und einem Lendenschurz durch die Wälder streift. Im Idealfall. Daran wird jeder, der wirklich sich als Survivalist bezeichnen würde, sicherlich schon mal gedacht zu haben, sowas mal auszuprobieren, spaßeshalber. Könnte ich mir vorstellen. Zumindest mal im Kopf so ein bisschen rumgespielt. Wäre mir ja zu krass, aber dran gedacht habe ich auch schon. Okay, und dann haben wir's. Also, ich finde, das wäre jetzt das, was ich mir jetzt bisher so überlegt habe. So kann man das jeweils ein bisschen abgrenzen und so weiter und so fort. Jetzt kann man natürlich innerhalb des Bereichs der erweiterten Waldbesucher auch sagen, dass man noch andere Sachen eben abspaltet und einzelne Gruppierungen bildet. Mir ging es jetzt aber nur darum, eben die beiden Gruppierungen Bushcrafter und Survivalist speziell ein bisschen näher zu erleuchten. Wie gesagt, den Prepper beispielsweise, den habe ich jetzt halt eben als zusätzlichen kleinen Krängel innerhalb der erweiterten Waldbesucher irgendwo angeordnet. Genauso wie den Trecker, auch da. Also im Prinzip ist es eine ähnliche Kategorie auf einem ähnlichen Detailliertheitsgrad wie der Bushcrafter und der Survivalist. Aber halt eben nichts mit den beiden, also mit den beiden halt eben nur noch entfernter verwandt, während der Bushcrafter und der Survivalist miteinander sehr eng verbunden sein dürften. So mein Ansatz. Ja, aber habt ihr ja jetzt alles gehört, beziehungsweise gesehen, primär gehört, zu sehen gab es in diesem Video ja nicht viel. Jetzt bin ich wirklich extrem gespannt, ob ihr noch irgendwelche tollen Ideen habt, wie man das vielleicht noch ein bisschen anders machen könnte. Was, wo zum Beispiel eben nochmal die Sache mit dem Prepper. Wo zum Henker packt man diesen Standard-Prepper hin, der sich in seinem Hause eben entsprechende Notvorräte anlegt und dann vielleicht einmal pro Monat nochmal eine Runde im Wald trainieren geht?
keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht, wo ich den hinpacken soll. Auch die Begrifflichkeiten erweiterter Waldbesucher, was zum Geier soll denn das sein? Da muss uns doch irgendwas Besseres einfallen. Und darf man Survivalisten und Bushcrafter denn schon als Waldläufer zusammenfassen? Will ein Trekker, der im Wald wandern geht, über längere Zeiträume nicht auch ein Waldläufer sein? Möchte ein Prepper unter Umständen, also ein Outdoor-Prepper, auch ein Waldläufer sein? Soll man die kompletten erweiterten Waldbesucher als Waldläufer zusammenfassen? Büb, büb. Ich bin wirklich extrem gespannt, ob ihr da irgendwelche Vorschläge habt für mich. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Restsonntag. Ich hoffe, das lade ich jetzt noch gleich hoch, damit dann überhaupt noch ein Restsonntag vorhanden ist. Macht's gut.